Es ist das Grauen vor der Steuererklärung. Eine Kiste voller Belege, die zu sortieren gleicht einer Mammutaufgabe. Doch gewusst wie, könnte es ganz einfach sein, die Belege schon unter dem Jahr sinnvoll zu ordnen. Grundsätzlich sollte man trennen nach der Einkunftsart. Also man sollte Belege sammeln, die mit den Lohneinkünften zu tun haben. Zum Beispiel Fachliteratur oder Laptop fürs Büro oder Telefonkosten. Also eine Kategorie sind die Werbungskosten bei den Lohneinkünften. Wenn man dann zusätzlich noch Kapitaleinkünfte hätte, kann man da die Ausgaben sammeln. Wenn man zusätzlich Vermietungseinkünfte hätte, soll man da die Belege sammeln. Also zu den einzelnen Einkunftskategorien sollte man die Belege einzeln sammeln. Doch damit sind noch nicht alle Belege sortiert. Der Steuerberater rät daher für die Steuererklärung dazu, auch noch in andere Kategorien zu trennen, nämlich in beispielsweise Spenden, Handwerkerrechnungen und außergewöhnliche Belastungen. Darunter fallen etwa Krankheits- oder Anwaltskosten. Auch Versicherungen sollten extra sortiert werden. Bei den Versicherungen reicht der Kontoauszug. Bei Spenden reicht möglicherweise der Kontoauszug, das ist bei Kleinspenden, und bei größeren Spenden braucht man eine Spendenbescheinigung. Und bei Handwerkern braucht man sowieso die tatsächliche, die endgültige, die richtige Rechnung. Und bei außergewöhnlichen Belastungen braucht man natürlich auch den Nachweis der Zahlung und auch die Rechnung. Lieber zu viel als zu wenig zu sammeln, so Thomas Rumplers Tipp. Und zwar auch Dokumente, die zusätzlich elektronisch übermittelt werden. Mittlerweile wird die Lohnsteuer elektronisch übermittelt. Ich brauche die eigentlich gar nicht. Aber es kann auch sein, dass die falsch elektronisch übermittelt wurde, vom Arbeitgeber falsch übermittelt wurde. Dann hat das Finanzamt die falschen Daten. Und dann sollte man die Bescheinigung haben, um zu überprüfen, ob die Übermittlung korrekt war. Und das kann ich nur überprüfen, wenn ich wirklich die Original-Lohnsteuerbescheinigung habe. 5 Jahre sollten die Belege aufgehoben werden, rät er, auch wenn es keine Aufbewahrungspflicht gäbe, zumindest für Normalverdiener. Mehr Informationen und oft auch eine Belege-Checkliste gibt es beim Steuerberater.